Genau, Herr H. steht in der Küche auf einem Sessel um eine Rührschüssel ganz oben auf der Wandschrank herunterzuholen. Gleichzeitig fällt ihm der Schneebesen aus der Hand auf den Boden. Er sieht die Rührschüssel und den Schneebesen unter dem Sehwinkel 120 Grad und er sieht die Rührschüssel unter dem Höhenwinkel 70 Grad. Und wie groß ist der Tiefenwinkel, unter dem er den Schneebesen sieht? Das muss man sich dann auch erstmal vorstellen können. Also es gibt eine Rührschüssel ganz oben, eine Rührschüssel. Und ganz unten haben wir den Schneebesen. Und alles sieht er unter dem Sehwinkel 120 Grad. Und die Rührschüssel sieht unter dem Höhenwinkel 70 Grad. So, wenn man da eine kleine Zeichnung machen würde. So, hier ist ein Sessel. Hier steht jemand auf dem Sessel drauf. Hier ist die Wand, also die Küche sozusagen. Küche. Hier oben steht der Rührschüssel, den er runterholen will. Der Schneebesen ist aus dem Hand verloren gegangen, liegt hier. Das ist halt dann Schneebesen. Das war Rührschüssel. Rührschüssel. Und es sieht Rührschüssel und Schneebesen unter dem Sehwinkel 120 Grad. So, es sieht hier rauf. Und hier runter, so in etwa, unter dem Winkel 120 Grad. Es sieht auch die Rührschüssel unter dem Höhenwinkel 70 Grad. Höhenwinkel bezieht sich immer auf die Horizontale. Und die Horizontale ist immer sehr wichtig hier. Horizontale. Das bedeutet, es sieht, der Höhenwinkel bezieht sich dann auf die Horizontale. Also der Höhenwinkel ist 70 Grad. Ist dann, wenn ich hier 70 Grad, ist dann dieser Teil. Das ist der Höhenwinkel. So dieser Winkel bezieht sich auf die Horizontale. Und wie groß ist der Tiefenwinkel? Der Tiefenwinkel ist dieser Winkel hier. So, wir haben jetzt Sehwinkel. Sehwinkel 120 Grad. Höhenwinkel 70 Grad. Der Tiefenwinkel. Tiefenwinkel ist dann gleich Sehwinkel minus Höhenwinkel. So. Der Farbe vielleicht Sehwinkel minus Höhenwinkel. In unserem Fall gleich 120 Grad minus 70 Grad. Gleich 50 Grad. So, der Tiefenwinkel ist 50 Grad. Dieser Tiefenwinkel. Aber sehr wichtig ist diese Horizontale, weil wir hätten auch vielleicht mehr berechnen wollen, aber der Horizontale teilt immer diese Dreiecke, also diese Winkel hier, in rechten Winkel. Da ist ein rechter Winkel und da ist ein rechter Winkel. So würden wir zum Beispiel diesen Abstand wissen oder diesen Abstand, dann können wir hier mit rechtwinkligen Dreiecken rechnen. Und das ist oft ganz praktisch. Aber gerade in diesem Fall, horizontale Höhenwinkel, horizontale Tiefenwinkel und Sehwinkel ist sozusagen beides. Aber die Horizontale teilt der Sehwinkel in Höhenwinkel und Tiefenwinkel.